Moin liebe Freunde der simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Chris und ich stehe heute für unseren YouTube-Kanal der Modbox ja einen neuen Anhänger aus der Rubrik Reich vor. Reich hat wird Einzug in LS22 erhalten. Ihr habt im Video vorher ja schon mal einen anderen Anhänger gesehen. Es wird auch ein Anhänger-Pack geben und das ist jetzt ja auch so ein kleines Anhänger-Pack und zwar eigentlich ein Anhänger für einen LKW. Aber in diesem Pack wird uns halt ein Dolly quasi noch mitgeliefert, mit dem wir den ankuppeln können und halt auch mit dem Traktor bewegen können. Ne, außerdem verfügt dieser Anhänger auch über eine Liftachse, die zeige ich euch gleich mal im Game. Ich habe den Traktor schon bereitgestellt, um euch das Ganze mal zu zeigen. Ich komme in meinem Shop rein, natürlich unter Anhänger. Ihr findet, wisst es, Mods sind immer relativ weit hinten. Und hier ist schon das gute Stück. Das ist der Reich LKW-Anhänger mit der Liftachse. Maximales Fassungsvermögen von 57,2 Tonnen. Und hat jetzt schon eine Option inklusive zugebucht für 5000. Die können wir uns gleich mal anschauen, was damit ist. So, Reifenhersteller. Gibt es halt die üblich bekannten und man kann halt unter Standard und Breitreifen wählen. Oder Standard 2, dann ist es eine andere, besondere Form. Generation ist nur das Logo, was sich verändert. Es gibt auch die alte, das alte und das neue Logo. Und Abdeckung, ja, nein. Also die Abdeckung, seht ihr, sorgt für die 5000 Aufschlag, ne? Mit Abdeckung ohne. Dann könnt ihr die Hauptfarben in die Reich, also in der firmentypischen Farben ändern. Und so ein mattes Grün, Schwarz oder halt, ich glaube, Silber oder Grau ist es. Und die Designfarbe ist natürlich die Plane mit gemeint, ne? Könnt ihr natürlich dann einfarbig machen oder mit Rot absetzen, mit Blau absetzen, je nachdem, wie es euch beliebt. Plus das Nummernschild könnt ihr natürlich auch konfigurieren. Kostet dann, wenn ihr es quasi ja, im Endeffekt fast voll konfiguriert, bei 74.500. Ja, in-game, wie gesagt, von der Qualität her gibt es nicht viel zu meckern. Die sind gut lesbar, Nummernschild ist gut lesbar. Die Funktion ist auch voll gegeben. Wir steigen gerne mal ein. Was ich dazu sagen muss, der Mod ist sowohl für PC als auch für Mac, aber auch für unsere Freunde der Konsole, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, auch ihr könnt dieses Pack quasi bei euch im Mod Hub runterladen und dann nutzen. Wie gesagt, wenn ihr euch einen Game Server gönnen möchtet, geht mal in der Videobeschreibung ist ein Link zu G-Portal, das ist der Link von MacManus, dort bekommt ihr 10% auf alle Game Server, auch für den LS22. Und dann könnt ihr euch natürlich aussuchen, wie lange, wie viel Slot und könnt dann mit euren Kumpels halt dann immer ohne Performance-Verluste spielen. So, ihr seht, Anhänger ist angekuppelt, ihr seht, die Achse hinten ist gehoben. Wenn ich jetzt einmal X drücke, geht die Achse runter und ihr seht, setzt auch voll auf, Reifen bewegen sich. Somit habt ihr halt mehr Aufliegefläche. Ich kann es gerade nochmal ausmachen, ihr hört dann die Abkippfunktion. Das ist quasi mittlerweile LS Standard, aber richtig gut. Ihr seht auch, der macht in der Höhe richtig Meter. So wäre er im voll ausgeklappten Zustand. Und könnt ihr dann quasi nutzen, ne, so wie ihr wollt. Ja, wie gesagt, laden kann natürlich alle Schüttgüter, wie ihr es kennt. Ne? Also der ist also vollumfänglich einsetzbar. Und ja, mehr gibt es zu diesem Mod eigentlich gar nicht zu sagen, außer dass, wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mal ruhig in die Kommentare, wie ihr diesen Anhänger findet, ob ihr den nutzen wollen würdet oder nutzen werdet. Ne, plus den Dolly, den Dolly zeige ich auch mal schnell. Habe ich natürlich völlig vergessen. Unter Dollys, ne, hier Reich ist nur Reifenhersteller und Breitreifen, also dieses, ne, die Reifenstruktur quasi änderbar. Ja, würde mich mal einen positiven Kommentar freuen. Über jeden Daumen, den ihr da lasst, würde ich mich freuen und dann verabschiede ich mich von euch. Hoffe, euch hat es gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Euer Christian von Modbox. Ciao!